Jetzt wird aber gefeiert. Also jetzt bitte. Sehr geehrter Südknecht, teile ich Ihnen hiermit mit, dass das Horns zum 1. Januar 1960... Das deutsche Volk! Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hier ist die. Herr Siegnecht! Ich bin am Wasserrohr! Was machen Sie denn da mit meiner Wasserwaage? Ich übe etwas ein. Ach, wirklich, das ist ein Präzisionswerkzeug. Das ist mit der Grad 6 Wasserwaagenanzeige. Hier unten mit 22 Grad Verstellwinkel. Ist das stabil? Hier ist aber im Kugellager. Wenn Sie da einfach so drauf hauen, dann geht das kaputt. Es gibt ja nach, wo ich raufschlage. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich kann es einwickeln. Sehen Sie mal. Ich wickel das mal ein. So. Wen erwarten Sie denn? Kommt die Frau Südknecht nochmal vorbei, oder was? Haben Sie nicht richtig gelesen? Haben Sie nicht gelesen, was uns erwartet? Ja. Großes Unheil erwartet uns. Da brauchen wir doch so ein Ding nicht dafür. Da haben wir uns einfach... Ich habe alles organisiert, Herr Südknecht. Bleiben Sie ganz ruhig. Im Keller ist alles tipptopp. Ich habe unten den Gashahn repariert. Ich habe die Wasserleitung neu gemacht. Ich habe die Bierleitung angeschlossen. Wenn wir jetzt hier oben noch ein Zapfgerät kriegen, können wir ja sogar was zapfen. So. Ja, aber zur Not, wenn Sie... Wir wissen gar nicht, was es für eine Person ist. Was sie macht, was sie möchte, was sie hier tut, jetzt kommt hier. Zur Not schlagen wir einfach zu. So haben wir doch immer Probleme gelöst. Was wird denn passieren? Die kommt da ran, ich zeig's Ihnen mal. Das ist ja nur der Notfall. Der Notfallplan, falls es schief geht. Die kommt hier rein, die sagt, guten Tag, Herr Südknecht. Hier, ich habe hier Ihre Genehmigung. Bitte gucken Sie mal drauf, ob alles stimmt. Schönen Abend. Gut, dann ist... Ja, dann gerne. Wenn es so läuft, dann haben wir keine Probleme. Ja. Aber wenn diese Person bockig wird, wenn sie sagt, sie müssen alles hier nochmal durchrenovieren, wir öffnen nicht, dann? Herr Südknecht, Sie sind doch Geschäftsführer, die können doch sagen, was Sie möchten. Ich kann sagen, was ich möchte, aber das Amt befiehlt. Früher war es der Führer, jetzt ist das Amt. Aber Herr Südknecht, ist Ihnen aufgefallen, dass gar nicht das Amt kommt? Das ist doch zugeteilt. Jemand wird uns zugeteilt. Guten Tag. Genosse Südknecht? Herr Südknecht, ich bin kein Genosse. Ich bin nicht in der Partei. Aber fast. Ja. Ja, freut mich. Guten Tag. Genosse... Krause, mein Name. Krause. Oh. Sehr erfreut. Genosse Südknecht. Tag. Und Sie? Ja, Kommen Sie zu Gast, als Gast? Wir machen mehr oder weniger. Nämlich heute Abend auf. Also wenn Sie jetzt schon, wir haben, ist alles sauber. Ja. Das ist schön.
Nette Gastwirtschaft haben Sie hier. Entschuldigen Sie. Ja. Mein Name ist Rose Matrikillert. Ich komme von der HO, Bezirkskreisleitung Leipzig. Ich denke, Sie wurden informiert. Ach, Sie sind das? Ja, wohl. Ja, da wissen wir jetzt Bescheid. Wir sind vorbereitet. Ich würde mich gern umschauen. Also, ja. Herr Master Süd, vielleicht, wenn Sie so freundlich wären. Wo kann ich denn ablegen? Sonst? Vielleicht erstmal so. Ja, ja. So, vielleicht. Wenn es sein muss. Nee, die Garderobe ist nach unten. Wir hatten so eine Stahlgarderobe früher. Mhm. Und da waren aber so Haken dran aus Holz. Und die sind damals beim Bombenangriff alle abgefackelt. Da habe ich neu gemacht, jetzt aus Messing. Aber das ging mit dem Löten nicht. Und da fehlen jetzt unten die Kuppen. Und wenn Sie da jetzt nochmal mit einem Mantel drauf machen würden, da wäre der dann quasi gleich kaputt. Und ich will das noch reparieren. Ja, das kommt ja immer da vorne hin, da hinten. Frau Killer, ja? Killert! Killert! Ist ein sehr guter Name. Killert. 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 L-L-A-T. Ist Killert. Das ist leicht zu merken. Und Fräulein. Frau oder Fräulein? Fräulein. Fräulein, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Wir sind vorbereitet auf Sie. Sie haben ja alles schon in den Unterlagen sicher gelesen. Wir haben alles in allerbester Ordnung gebracht. Mit Frau Weber ist auch alles geklärt, ne? Also alles klar. Also gerade was jetzt die Wasserleitung angeht, ne? Das haben wir alles. Mit Genossen Weber habe ich mich bereits auseinandergesetzt. Gut. Wir haben schon gesprochen. Ja, allerfeinstens. Ach so. Da wollen Sie vielleicht. Was wollen Sie denn? Was möchten Sie? Was sollen wir denn. Ich dachte, Sie führen mich hier rum. Sie zeigen mir erstmal alles. Ja, aber meistens machen wir überrascht mal so einen Allersch. Begrüßungsschnäpperchen? Warum nicht? Ja, es ist ja nur zu unserem Besten. Ja. Weil da geht es ja eigentlich schon los, Frau Killert. Das ist der hauseigene Allersch, den wir selbst beziehen aus Familienherstellung. Seit Generationen haben wir das weitergereicht. Achso. Generationen. Hatten wir da nicht mal diese Mappe? Also ein Rezeptfund. Und in diesem Rezept wird bereits dieser Allersch, den Sie seit Generationen. Darf ich setzen? Bitte. Haben wir den weitervererbt und zum Wohlsein. Zum Wohl. Haben Sie was gespürt? Wir haben etwas herausgeschmeckt, wenn ich fragen darf? Tut mir leid, Sie können ihn nicht erkennen. Es ist ungewohnt, wenn man das am Anfang. Man muss meistens entfaltet sich die Wirkung generell sowieso erst beim zweiten. Oder beim dritten. Ja. Ich hab. Ja, genug? Ja. Ich sag mal noch nicht, was drin ist. Man könnte eigentlich einen neueren Vorschlag machen, weil das ist eine wunderbare Zutat. Leicht verfügbar. Extra Zutat. Es macht sehr viel Geschmack und ist sehr leicht zu beschaffen. Also volkswirtschaftlich gesehen prima. Mhm. Also quasi von mal südlich, was für die Gesamtwirtschaft überlegt im Bereich Spirituosen. Aha, das ist da. Zum Wohl. Ach, nochmal. Ja, einmal noch. Na, ein allein kann nie gesellig sein. So. Oh. Doch, man schmeckt zum Abgang ganz. Ich kann mich leider nicht drauf konzentrieren. Es ist ein Hauch. Ja, der wird immer besser, von Mal zu Mal. Wenn das die Gäste schmecken könnten, dann würden wir hier viel leisten können. Auch für die Mitbürger, die in diesen schweren Zeiten auch einmal ein wenig Abwechslung verspüren möchten. Ja. Könnte man sagen. Ja. Fragen, woher Sie den denn beziehen? Ja. Aus dem Umland. Ach, da müssen Sie mir mal den Kontakt herstellen. Das würde aber jetzt gern. Ja. Ich muss nur noch mal nachschlagen. Das wird ja alles sowieso jetzt Produktionsgenossen. Wie heißt das? Landwirtschaftsgenossenschaft. Wenn es zu schwierig für Sie ist, können Sie LPG sagen. LPG, das klingt gut. Ja. LPG. Da würde ich Sie dann bei Gelegenheit noch mal nach dem Kontakt fragen. Ich glaube, das. Aber gern. Ja, doch, eine wunderbare Gelegenheit, das gleich an die HU anzukoppeln. Ja, gut, es wird in kleinen Mengen hergestellt. Ne? Ich denke, das ist in diesen Mengen, da müssen wir eine ganze Fabrik errichten. Genauso Südknecht. Bis jetzt wird alles in kleinen Mengen hergestellt. Ja, genau. Ich meine, das ist eine wunderbare Idee, oder? Den Allersch in einer Fabrik herzustellen. Stell dir mal vor, Krause, was wir.
was für ein Reibach, also was die, also was, wie das Volk erstellt. Da können wir die Versorgungsfrage sinnvoll lösen. Ja, und heute soll es eben auch soweit sein, nicht wahr? Oder haben Sie andere Nachrichten für uns? Weil da stand nämlich drin, wir sollen dann mit Ihnen in Kontakt treten, wie das heute Abend dann läuft. Ja, jetzt bin ich mit Ihnen in Kontakt getreten. Und nun würde ich mir wirklich gerne mal Ihre ganz bezaubernde Gaststätte anschauen. Jetzt geht's los, aber richtig. Ja, also das ist sie ja. Das ist unsere Theke. Aus echtem Nussbaum einmal geschnitzt gewesen gehabt. Und inzwischen Furnier, weil es wurde ja zu Kriegszeiten auch noch das Brennholz leider zum Glück benutzt. Das kriegen wir aber wieder hin. Ich kenne einen, der hat einen Baum, einen Wald. Und da gibt es eine Küche? Ja. Zeigen Sie mir doch bitte diese Küche. Nein, nicht wirklich. Wir bieten ja kaum Speisen an. Also der Herr Wegner hat eine eigene Küche. Privat. Also hier geht's nach privat. Da wohnen wir. Also ich momentan. Und Fräulein Nele. Aber irgendwo müssen die Mitarbeiter ja auch wohnen. Unten haben Sie schon gesehen, Verkaufsraum mit Fräulein Agathe. Ja, ist dir aufgefallen? Unsere Verkaufskraft. Und hier kommen die Menschen dann hoch. Hier strömen sie hinein, sitzen eng Körper an Körper und singen die schönsten Arbeiterlieder. Ja. Und da vorne, da hatten wir früher mal ein kleines Podest aufgebaut. Da hat dann der Anton manchmal so, jetzt gerade wenn Parteiveranstaltungen waren, auch mal ein kleines Erhöhung gehabt, wo man das sehen konnte. Tanzabende haben wir gemacht, haben wir alles zur Seite gebracht. Ja, da war hier alles weg. Ja. Und natürlich, wenn die russischen Volksbrüder da waren, dann haben wir auf den Tischen haben die getanzt, oder? Die können also auf den Knie, ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen körperlich. Dann würde ich sie ausnahmsweise auch mal hinter die Theke führen. Ach, sehr gerne. Das ist ja ihr gutes, dürfen Sie. So sieht das aus. Warte mal. Auch nicht anders als davor, nur nicht ganz so hergerichtet. Es ist eben alles toll. Wir haben überall nochmal rübergewischt. Gläser aller Art. Wir haben ja auch andere geistige Getränke. Auch nicht geistige, also auch nur Wasser. Was ist das? Das ist eine Wartungsklappe für die Elektrik. Ja. Gut, dann schauen wir uns die doch mal an. Ja, nein, das ist gar nicht nötig, da ist ja nichts drin. Dann schaue ich mir zuerst die Küche an. Also wie gesagt, das ist eher privat und wir sind uns gar nicht genau, so einig. Genau, das ist nicht. Ich mache dabei schon mal die Klappe frei. Ja. Ich kümmere mich aus nicht. Da gehen Sie vielleicht schon mal. Also das ist jetzt hier hinten entlang. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Sie da hinten noch... Es ist mir total egal, ob Sie aufgeräumt haben oder nicht. Nein, wirklich. Mir geht's wirklich um die nichts aus, ja? Dann. Darf ich vorgehen? Bitte? Also hier geht's lang. Mhm. Oh, schlucken Sie nicht. Frau, guten Tag. Könnte ich bitte mal ganz schnell den Herrn Südknecht haben? Nee, den Anton. Danke. Anton, du musst herkommen. Ja, sofort. Hier ist eine Frau, die will in den Keller. Ich weiß auch nicht. Ja, aber ich weiß das jetzt irgendwie zu oder schreib's zu oder irgendwas. Bitte komm her. Das ist mir doch... Anton, das ist jetzt erst einmal egal. Dann gehst du eben danach wieder auf Arbeit. Ich brauche dich jetzt hier. Ja, bitte. Aber gehst du bitte hinten rein. Ich weiß nicht, wo die dann gerade ist. Ja, bis gleich. Scheiße. Kommen Sie. Oh, das tut mir leid, dass Sie da reingetreten sind. Ich weiß ja nicht, der Hund in der Küche. Ach du meine Güte, das ist... Ja. Das kriegen Sie wieder ab. Das geht ganz leicht wieder ab. Wir haben Frau Krieger. Wir müssen. Killert! Was? Killert! Fräulein Killert! Der Hund, der geht sonst nie in die Küche und der macht auch nicht dahin. Ich konnte nicht viel ahnen, dass überhaupt wieder da ist. Ich dachte, wir haben ihn eigentlich in Pflege. Der hat die ganze Zeit in der Küche gewohnt. Natürlich, da kann er sich ja ernähren ständig. Raus! Der ist nicht da. Wir brauchen. Hier ist noch etwas Papier. Damit können Sie anfangen. So. Naja, das ist ein kleines Malheur. Das ist Französisch. Das hat er noch nie. Noch nie hat er das gemacht. Als ich ihn schon an mich genommen hatte, war er stubenrein. Jetzt fängt er damit an, weil er alt ist. Das trifft sich gut. Der Hund muss sowieso gehen. Ja, na, selbstverständlich. Wohin? Wieso?
Genosse Südknecht, wir haben große Pläne. Wir? Große Pläne mit Ihrem Etablissement. Das eignet sich hervorragend. Wofür denn? Wofür? Es ist ja schon was. Es muss ja nichts werden. Wir haben große Visionen. Das ist eigentlich mein Thema. Also ich sage das eigentlich immer, ich habe große Pläne. Jetzt, warum haben Sie denn große? Was sind das für Pläne? Vielleicht deckt es sich ja mit meinem Plan. Genosse Südknecht, Sie werden sich freuen, ich darf Ihnen mitteilen, ja? Dass ich ab heute die Geschäftsführung übernehmen werde. Und wir werden große sozialistische Pläne umsetzen, mit Ihrer Hilfe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das wird natürlich mit den Tanzveranstaltungen, das werden wir sehen, das ist natürlich eine schöne Sache, um die Arbeiter zu unterstützen. Aber in erster Linie müssen wir natürlich an das Gemeinevolk denken, an den Arbeiter. Wir brauchen eine Küche. Wir brauchen einen Mittagstisch. Wir brauchen einen Montagseintopf. Können Sie kochen, Genosse Südknecht? Nein. Ich habe das nicht ganz verstanden, bitte. Nein, ich kann nicht kochen. Dann hier vielleicht der Genosse... Wie heißt er? Der... Hier kann keiner kochen. Wir haben noch nie gekocht. Gut, was gibt ja noch eine Mitarbeiterin, die ich nicht kennengelernt habe. Zur Not kann ich das auch erstmal übernehmen. Meine Großmutter war Köchin. Wir sehen uns bald wieder. Ja, selbstverständlich. Ich freue mich. Das wird großartig. Ja, ja. Wir sind ja jetzt öfter hier. Sie übernimmt die Geschäftsführung. Da hat die Fisch. Da hat die Fleisch selbst das falsch gelesen. Da hat die. Das Horns, das sind ja Sie. Ja. Sie sind eben. Es ist eben alles anders jetzt. Haben Sie Keller verrammelt? Ja. Schon alles verriegelt, da ist jetzt Stahlriegel davor. Gut. Kommen jetzt an nichts mehr ran, die ganzen Allerstraße auf uns alles barrikadiert jetzt. Brauchen wir nicht mehr, ja. Es gibt ja große Pläne jetzt mit dem Haus. Ganz große Pläne. Alles gut, Herr Krause. Ich darf auch überhaupt nicht mehr in den Keller zurück. Ich weiß ja gar nicht mehr, was in dem Keller sich inzwischen alles zugetragen hat. Das am Ende endet das wie in Zwickau bei diesem Grubenunglück. Da liegen bei uns hunderte von Toten schon längst rum. Ach, jetzt werden Sie aber paranoid. Alles liegt brach und hier oben, das alles soll sich ändern. Dabei sieht der Gastraum noch genauso aus. Bei Agathe unten haben Sie ganz viel geändert. Sie wollen ganz viele Menschen einladen, Sie wollen alles vergrößern, Sie wollen die Küche, Sie wollen Speisen anbieten. Das ist überhaupt nicht mehr mein Horns. Ich darf mal drüber nachdenken. Ach, guten Tag. Ach, Herr Krause. Darf ich kurz? Ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Haben Sie das Bett wieder hingekriegt? Wunderbar. Sehr gut. Vielen Dank. Es hat ganz schön geknarzt. Ja, aber das war ja nur die untere Leiste. Ja. Oh. Ja, seitdem wir ihn nicht mehr... Wir dürfen ihn ja nur noch heimlich. Ich darf ihn nicht mehr ausschenken. Wir dürfen keinen Allasch mehr ausschenken. Stell dir das vor. Ja. Es ist doch ein Skandal. Ich weiß nicht, wie wir das... Ich weiß nicht, wie das, das machen wir einfach nicht mit. Wir machen das einfach nicht mit. Wir revoltieren, Herr Südknecht. Wir gehen auf die Straße. Ihre ganzen Kunden, die sonst immer ins Horns gekommen sind, die statten wir alle mit Schildern aus. Und dann stellen wir uns vor, die... Wissen Sie, wie das endet? Die 53. Ja.
Wir werden alle erschossen. Da ist doch jetzt gut, er ist die ganze Zeit angestellt, da hat es doch gar nichts geändert, er hat doch eine andere Aufgabe. Doch, es hat sich sehr wohl was geändert. Ja, aber auf dem Papier nicht, Herr Südlich. Was ist denn auf dem Papier anders? Sie waren vorher, schon seit 6 Jahren sind Sie kein Pächter mehr. Sie sind jetzt Angestellter, jetzt sind Sie immer noch Angestellter. Sie haben nur eine andere Position im Betrieb. Ja, aber die Killert ist da. Die Killert. Ja, ich weiß doch auch, dass es furchtbar ist, aber was sollen Sie denn machen? Sie können ja kündigen, das können Sie machen. So, wenn Sie jetzt kündigen, was haben wir dann? Dann stecken die mich in irgendeine Fabrik. Wir kriegen alles vorgeliefert und wir müssen alles erfüllen. Wir müssen diesen Plan erfüllen, es muss verkauft werden. Deshalb ist diese Frau auch da, weil wir uns nach einem Plan orientieren müssen, ja, aber den wir nie erfüllen können. Nicht. Haben Sie mal in den Plan reingeguckt? Nein, was stand da drin? Seit 3 geht es die ganze Zeit über Fleisch, als ob wir plötzlich Zugang zu Fleisch hätten. Da haben wir? Ja, alle Sorten von Wurst, alle Sorten von Aufschnitt. Da heißt es Wiener Würstchen, da heißt es Bockwurst. Da ist nur, das ist ja wie ein Weihnachtstraum. Da guckt man rein und da geht es von der ersten Zeile bis zur letzten, denkt man sich, ja. Und das ist alles bei uns jetzt. Seit wann funktioniert denn der Herd in der Küche wieder? Wie soll man denn da Würstchen warm machen? Ja, das ist jetzt alles auf groß. Plan. Da kommen noch ganz große Herde, sollen da reinkommen, damit hier viele Menschen beköstigt werden können. Die Nähecke kommt komplett weg, alles rausgerissen und da kommt so eine große Küchenzeile rein, die geht bis ins Schlafzimmer rüber, da wo die Wand ist, die kommt raus. Was? Und das wird eine riesen Kochzeile. Aber wo schlafen Sie denn? Wo ist denn, was wird denn mit dem Schlafzimmer? Aber das ist doch mein Schlafzimmer. Ja, noch. Ach so. Es kann sogar sein, dass ich nicht mehr. Wir dürfen hier nicht mehr wohnen. Wir bekommen eine Wohnung zugeteilt. Vielleicht können wir eine schöne Wohnung. Die ist schön, die Wohnung. Oh, ich weine jetzt ohne Schimmel. Das gehört doch mit dazu. Ich habe jetzt angefangen, im Amtsgericht zu arbeiten in Weißensee. Wie geht das denn? Du musst doch Staatsbürger sein. Bin ich jetzt auch. Bist du hier rübergekommen? Ja. Nee, das kann nicht wahr sein. Also, es ist noch nicht durch, aber ich hab gedacht, die Einreise wird ja immer schwerer. Du hast dich einbürgern lassen? Ich dachte, ich hätte eine Wohnung hier. Kind, was machst du denn? Doch mal, junges Fräulein, ihr müsst ja mal ein bisschen eins zusammenzählen. Ich dachte, ich könnte hier bleiben. Ja. Kannst du nicht vom Westen in den Osten gehen? Man geht vom Osten in den Westen, aber nicht umgekehrt. Ich habe doch gar keine Möglichkeiten in West-Berlin. Ich habe gar keine Arbeit gefunden. Aber bei meinem Bruder. Er hat mich rausgeworfen. Was ist mit Wolfgang? Das ist vorbei. Mein Bruder Wilhelm hat einen Keil zwischen euch getrieben. Nein, er hat sich einfach nur nicht getraut, die Männer. Herzlich willkommen in der großen Familie der Deutschen Demokratischen Republik. Sie reden schon wie mein Sohn. Ja, ich meine, man muss sich doch ein bisschen anpassen. Wenn Sie das so sagen, dann frage ich mich, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ach, überhaupt nicht. Sie können ja auch mal fragen, ob Sie jetzt vielleicht ein bisschen Vorteile kriegen. Ich hab sofort eine Ausbildungsstelle bekommen. Sofort! Ja, in West-Berlin hat mich niemand eingestellt. Sie haben gesehen, ich bin eine Frau. Sie haben gesehen, ich bin unverheiratet. Da war ich sofort ganz unten in der Liste. Und dann, bums, Ausbildungsstelle. Fachkraft für Schreibtechnik. Amtsgericht Weißensee. Einfach so. Haben Sie schon mal da so mal was gesehen? Da waren Sie schon mal drin? Ja, jetzt ist das zweite Mal. Woher haben die denn die Schreibmaschinen? Ja, Fortschritt. Also ein bisschen geht schon bergauf, oder? Ja, nur eben nicht bei uns. Aber wenn wir jetzt Lebensmittel bekommen, wenn wir Fleisch bekommen, hätten wir vorher ohne Frau Killert nicht bekommen. Wir nehmen das Fleisch und müssen nur Frau Killert wieder loswerden. Ja, vielleicht ist das auch so eine wie Sie, die alleine ist, die immer mit dem Foto redet, weil sie ihren Mann nicht mehr hat und da ist sie traurig und dann kommen Sie und sagen, ach, ich habe dich gern, so. Und dann machen Sie mal ein Geschenk, zum Beispiel mal eine Blume, aber nicht so eine wie da hinten, sondern mal eine frische, so. Und dann freut sie sich vielleicht. Also ich denke, eine Blume bekommen ist... Ich gehe eine Blume holen. Ich gehe runter zum Ulrich. Ich hole eine Blume. Das ist doch nicht... Das ist Strauß. Geht immer. Wir müssen ihr glaubhaft machen, dass wir hier in der Wohnung bleiben können. Das ist doch mein Zuhause. Das Horns ist mein Zuhause. Man will mich vertreiben aus der eigenen Wohnung. Herr Südknecht, das lassen wir nicht zu. Nein, das lassen wir nicht zu. Sie knacken sie auf. Ich knack sie auf. Natürlich. Wie einen Nichts. Aber du hilfst mir.
Natürlich. Du kommst dazu. Natürlich. Wenn es brenzlig wird, vielleicht kann ich sie dahin bringen, dass du uns in flagranti erwischst bei irgendetwas Unzüglichem. Und dann können wir sie, da haben wir sie in der Hand. Dann können wir sie erpressen. Das ist eine sehr gute Idee. Hier. Sie sollen doch verschwinden, habe ich gesagt. Sie machen mir schmutzig. Wir gehen auf Frühstücken erstmal. Frühstücken? Heute ist der große Tag. Bitte? Ja. Das ist doch nicht. Wo ist denn? Haben Sie sich das noch mal gut überlegt? Sie wollten doch noch eine Blume besorgen. Schon seit Monaten wollten Sie eine Blume besorgen. Es gab keine. Ich habe die Nelken unten hingestellt. Das muss doch reichen. Ja, sind ja längst vergangen. Weil ich doch erstmal so tun muss, als würde eine Festivität stattfinden und dann lasse ich die Schürze frei. Ihr wollt ihr euch das nicht nochmal überlegen? Das mache ich erst dann. Krause, Sie müssen raus. Sie dürfen überhaupt nicht hier sein. Ich bin jetzt eine Person höheren Ranges. Ich bin gefördert worden von ihr. Das ist mir doch egal. Ich bin jetzt Bereichsleiter Kommunikationstechnik. Was? Sie? Ja. Wir haben gar keine Kommunikation. Doch, wir haben verschiedene Telefonanlagen. Bitte, Nele, das haben wir jetzt davon, dass wir ihn eingeweiht haben. Ich hätte ihm gar nichts erzählen sollen. Herr Krause, Sie müssen jetzt gehen. Sie zerstören ja die... Du zerstörst den ganzen Plan. Die ganze Atmosphäre. Was krieg ich dafür? Die Katze ist sehr gut, Herr Süchtig. Sehr gut. Was krieg ich? Wollt ihr in die Keller zurück oder nicht? Wir können erst in die Keller zurück, wenn sie weg ist. Wenn wir das Sagen wieder hier haben, dann werden Sie auch bei mir Leiter der Kommunikationsoberabteilung. Wenn das schief geht, Herr Siegknecht, dann übernehme ich keine Garantie. Oh. Sie sagen aber, Sie wissen von nichts. Sie stellen sich dumm. Gut. Brauchen Sie sich nicht zu verstellen. So. Herr Krause, bevor Sie gehen, wir brauchen Musik. Musik? Ja, was ist mit der Musik? Wir haben doch einen Musikspieler. Sie sind doch jetzt Leiter Kommunikationstechnik. Da gehört doch Radio auch mit dazu. Auf jeden. Auf das jeden Radio, Fall. Da warte ich ja schon wie lange auf den Verstärker. Das ist ja nicht gegangen. Die Röhre ist immer noch kaputt. Das gibt es nicht seit einem Jahr. Ja, das stimmt ja gar nicht. Bauen Sie jetzt schon alles im Radio? Wie funktioniert dieses Radio? Letzte Woche hatte ich doch die 20 Ohm schon drinne. Wunderbar. Kann ich wissen, dass das in 40 Ohm rein Sie ist. Kennen doch diesen Menschen. Wir haben doch diese, wir haben doch da jetzt ein neues Haus. Ja. Am Karl-Marx-Platz. Ja. Da kennen Sie doch diesen Menschen, der da spielt. Am Klavier. Wir haben doch das Klavier. Ach so, da frage ich den mal. Ja. Das ist eine gute Idee. Morgen ist die Eröffnung in der Oper. Ja. Da gehe ich da heute hin und gucke, ob der da probt. Nein, nein, nicht den. Keine von der Oper, das können wir doch nicht bezahlen. Dieser Heruntergekommene. Den besorgen Sie uns. Den Straßenmusiker? Ja. Ach, ja. Straßenmusiker. Ach, genau. Guten Tag. Ich suche Sie mal. Ja. Seien Sie noch ein Herz, helfen Sie mir kurz bei dem Hotelseintopf. Der muss hier noch raus und dann komme ich mal mit dem Treppen hinterher. Also, soll ich den in der Küche erzählen, oder? Es steht alles schon in der Küche bereit. Gut, mach ich. Ja, beeilen Sie sich nach Hause. Ja, ja. Zack, zack, zack. Ja, das geht da jetzt. Und die Treppen bitte auch gleich. Ja. Hallo, Frau Killert. Oh, Sie haben eine neue Schürze. Ja. Ach, das steht, diese Rüschen dort. Es ist ja ein Traum. Es fühlt sich. Ach, ich habe noch eine Überraschung für Sie in der Küche. Ich habe auch einige Überraschungen. Geben Sie mir einen Moment. Ja, gerne, gerne. Oh Gott. Ich hab gesagt, ich soll alles da rausstellen. Ich kann doch nicht machen. Ich kann es doch jetzt nicht hier hinstellen. Das ist nicht. Ja, gleich, wenn sie dabei ist. Sie hat doch ganz viele Schnitten gemacht und 6 Tabletts. Was soll ich denn alles hintun? Ja, jetzt findest du doch bei unten bei Agathe irgendwo. Und das tut ja. Ah! Oh, da werden die Gäste aber staunen. Werden die staunen, was? Was werden die sich staunen? Staunen. Das ist für. Aha, gut, das ist. Ich dachte, wir haben mal was Richtiges auf dem Tisch. Ja. Nun zeigen Sie bitte. Sie sprechen genau meine Sprache, wissen Sie das? Na, nun sehen Sie sich das einmal an. Die Farbe, ohne Ton. Also ich bereue keine Minute, seit Sie hier sind. Darf ich das sagen? Vorher waren wir hier ein kleines, armseliges, an der Ecke liegendes Lokal, wo niemand hinkam. Und erst durch Sie ist alles wieder aufgeblüht. Sie sind aufgeblüht. Und wenn ich das so sagen darf, auch ich bin innerlich erblüht, seit Sie hier sind. Genau, Sie sind nicht. Ja. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin ja. über Ihre Worte. Das bedeutet mir wirklich viel. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Huch! Oh! Die Schürze. Wie konnte das geschehen? Huch! Oh! Verzeihen Sie, dass Sie einen Blick auf Ihre Beine geworfen haben. Prost! Prost!
Oh, das schmeckt besser. Das schmeckt viel besser meine als der Allasch. Meine Rede. Wie ich immer gesagt ein habe. Ein ordentlicher Pfeffi am Tag ersetzt das Zähneputzen. Ich hab, seit wir auch den Hund nicht mehr haben, kann auch nichts passieren. Und er fühlt sich, ich besuche ihn jeden Tag im Tierheim, er fühlt sich sichtlich wohl dort. Der Nachbar. Ja, das ist doch schön, dass die Deutsche Demokratische Republik uns mit so guten Tierheimen versorgt, nicht wahr? Der Montagseintopf steht ein bisschen sehr präsent, nicht wahr? Wir können es ja schon mal, wollen wir es schon mal aufdecken? Auf den Tisch? Das können wir natürlich auch machen. Dass er mitgerieben. Ja. Die Suppe hier hinten auftun. Ja, sie tun wir mal nicht auf. Frau Killert. Dürfte ich Sie in aller Form, vielleicht bevor es losgeht, nochmal, dürfte ich Sie nochmal hier hin bitten? Auf diesen Platz. Genau, so ist es. Also folgendes. Ich setze mich einmal, ja? Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass heute Abend gar keine weiteren Gäste erwartet werden? Sondern dass nur wir zwei hier den Abend verbringen dürfen. Nur Sie und ich. Das. Und niemand merkt es. Weil ja alle denken, wir haben Gäste. Und sie werden auch überhaupt nicht irgendwo vermisst, weil sie sind ja offiziell bei dieser Veranstaltung. Das ist ja ernst. Das... Nur mal angenommen. Jetzt habe ich die ganzen Bämme geschmiert. Eben. Wir können alles allein essen. Wir könnten es Frank Krause, Frau Nele, es sind ja genug da, Agathe. Ach, es gibt genug Mäuler zu stopfen. Und wenn ich denen allen freigegeben hätte für heute Abend. Stellen Sie sich das einmal vor. Ich mag gar nicht dran denken. Also ein kleines Gläschen könnten wir vielleicht noch. Vielleicht? Genosse Südlich, ich hatte mich jetzt schon ein bisschen gefreut, dass wir ich das Halsbein schwingen. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ganz besonders gefreut auf den heutigen Abend. Diese natürliche Ausstrahlung, die Sie so anziehend macht, mir gegenüber, dass ich sagen muss, dass jetzt, seitdem Sie da sind, ich Sie gar nicht mehr missen möchte. In jeder Hinsicht. Ach, sehen Sie mal, wie der kommt. Ach, das ist der... Hallo. 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 Schön, dass Sie es geschafft haben. Kein Problem. Ja. Und zwar ist das der Herr... ich habe Ihren Namen vergessen. Krotze. Herr Krotze. Er war eigentlich heute Abend bestellt. Aber nun ist er nun mal da und habe ich gedacht, ich kann ihn nicht mehr abbestellen. Wir wollen ja auch, dass die Menschen in Lohn und Arbeit sind. Und Herr Krotze hat für uns etwas vorbereitet, nicht wahr? Tanzabend? Ja. Fräulein Killert, darf ich um diesen Tanz bitten? Ach, können Sie nicht die Schürze ablegen? Darf ich? Ja. Oh, es ist wie eine Blüte entzaubert. Wie sie duftet. Oh. Wie gut sie führen können.
Rosemarie. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Aha. Lateinafrikanisch. Interessant, wo? Ich spüre etwas. Ja? Es liegen da die Schmalzstullen drauf. Das ist unangebracht. Ich hab's falsch vorbereitet. Ich meine, ich bin darauf nicht vorbereitet, was jetzt geschieht. Nein. Was? Können Sie die Brille abnehmen? Nur für mich? Nur für einen Augenblick? Oh! Fräulein Killert! Ich wurde doch gar nicht geküsst. Was ist hier los? Oh. Ich habe Fräulein Killert, ich wollte... Oh, Fräulein Nele, was machen Sie denn hier? Der Herd ist jetzt angeschlossen. Es ist alles sehr aus dem Ruder gelaufen. Sind die Gäste schon eingetroffen? Noch nicht, leider. Wo sind denn die Gäste, Fräulein Nele? Das ist eine Unverschämtheit, die Sie das organisiert haben hier. Ich habe mich auf diese Kraft verlassen. Herr Krause, was machen Sie denn hier? Sie haben doch frei heute. Sie haben doch gesagt, ich soll zur richtigen Zeit reinkommen und überraschend gucken. Was erzählen Sie denn? Nicht. Der Mann ist verrückt geworden. Alle sind verrückt geworden hier. Kaum habe ich nicht mehr das Kommando, läuft hier alles krumm und schief. Das ist eben, wenn man einen neuen Vorgesetzten hat, dann weiß man nicht mehr, was oben und unten ist. Natürlich beruhigen Sie sich doch jetzt. Was bringt Ihnen diese Zeit mit sich? Vorher konnte ich hier genau bestimmen, wie alles läuft. Und jetzt kommt hier einfach jemand rein, wird mir vor die Nase gesetzt und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich reagieren soll. Natürlich beruhigen Sie sich. Verzeihung, Frau Fräulein Killert, das ging ich an Sie. Ich guck mal, ob der Herd heiß ist. Herr Killert, wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser? Nein. Ja, was falsch gemacht. Wir sind so früh gekommen. Oh. Was machen wir denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Wir wollten Sie doch in Flagranti erwischen. Ach so. Damit wir was gegen Sie in der Hand haben. Das habe ich auch nicht gewusst. Hätte mal jemand mal sagen können. Nein, das habe ich Ihnen ganz gewiss nicht gesagt. Sonst hätten wir doch wieder alles platzen lassen. Jetzt habe ich Platz. Ich wusste nicht, dass der Hund wieder da ist. Dann sind Sie wieder reingetreten. Das ist nicht. Haben wir was im Abwischen da? Ich mach's weg. Der Hund, der muss aus dem Tierheim, ausgebrochen wahrscheinlich. Der hat sich heimlich versteckt, ich kann es mir auch nicht erklären. Oh, das ist mir so unangenehm. Und schon wieder. Es reicht mir jetzt! Genosse Südknecht? Jawohl. Ich habe einen Schluss gefasst. Jawohl. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe große Visionen für Ihre Gaststätte. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Aus Ihrer Küche wird. Kommen Sie, folgen Sie mir. Ich folge. Wir beginnen mit dem.